Morgen, meine lieben Young Guests. Irgendwie falscher Kanal. Eigentlich sollte Dena hier sein, aber jetzt bin ich hier, meine Freunde. Ist aber auch egal. Es gibt jetzt trotzdem für euch einen super geilen Dena-Vlog, ja. Erstmal herzlich willkommen hier zu diesem wunderschönen Video. Ich bin gerade in Spielberg in Österreich. Ich bin nicht alleine hier, meine Freunde, und zwar... Ist der gute Brammen auch mit dabei? Guten Morgen. Na? Moin, moin. Wo ist Izzy? Der schläft noch. Den haben wir leider vergessen. Also können wir eigentlich los? Eigentlich können wir los. Dann würde ich sagen, machen wir das. Guten Hallo. Morgen. Hast du Lust, heute Brummbrumm zu fahren? Ja. Cool. Hast du einen Gürtel für mich? Ich habe einen an, den kannst du aber nicht haben. Das werden wir aber gleich sehen, ne? Okay, können wir euch ja dann machen. Ja. Ne, komm, aua. Ihr werdet euch sicherlich fragen, warum ich hier bin. Und zwar sind wir hier eingeladen worden von Ubisoft, meine Freunde, zum neuen The Crew 2 anspielen und ein paar kleine Aktivitäten drumherum. Es gibt auf jeden Fall einiges an Action zu erleben. Unter anderem auch ihn in voller Action. Schau mal her, Leute, wir befinden uns gerade beim Red Bull Ring und über diese Strecke werden wir gleich mit verschiedenen Autos fahren. Wir haben einmal einen Porsche GT dabei. Wir werden mit Buggys fahren, das wird auf jeden Fall richtig, richtig dick. Und dann wird später noch ein Standhelikopter geflogen und so weiter und so fort. Wir haben auf jeden Fall echt einen ziemlich, ziemlich gefüllten Tag. Hier runter müsst ihr kommen, hallo. Nee. Doch, wir müssen hier lang gehen. Nee. Bram, stopp, du kannst ja nicht durch. Das ist der Walk der Legenden. Ich weiß. Leute, bleib bitte hier stehen. Das ist für dich heute tabu, ne? Bleibst du. Schönen Tag dir noch, ne? Mach's gut, ciao. Zeit gleich zu unseren ganzen Rennaktivitäten. Findet hier heute noch das X-Bow bzw. KTM Crossbound-Rennen statt. Evi, ist das nicht das, wo Felix immer verloren hat? Ja, das ist schrecklich. Ja, peinlich. Was machen wir jetzt? Ich dachte eigentlich frühstücken. Drift, Show. Ich nicht, oder? Alle? Alle. Oder habe ich am Ende wieder nicht mehr zugehört? Einmal. Drift, Show. Ja, moin. Guck mal, wen wir gefunden haben. Felix Bruder. Jetzt, wo Dena nicht mehr da ist, ne? Ist okay. Viel geiler, oder? Ja, viel geiler. Stimmung viel entspannter. Viel entspannter. Keiner, der hier am Bloggen ist. Geil, Alter. Nervvoll. Okay, und jetzt aber. Drift Show. Ganz schön laut, oder, Izzy? Nein. Nein? Okay. Das war's von der Driftshow, meine Freunde. Auf jeden Fall extrem krass, wie die diese Karre halt extrem am Limit fahren und vor allem, wie schnell so ein Satz Reifen innerhalb von 2 Minuten weg ist. Leute, mit dem Auto geht es hier gleich auf die Strecke. 185 km Spitzengeschwindigkeit. In 4,2 Sekunden sind wir auf 100. Ein Gewicht von 1500 Kilogramm ungefähr. 350 PS, meine Freunde. Und wir haben hier einen Hubraum von 2500 Kubikmetern, Leute. Also auf jeden Fall ganz interessant. Jetzt gleich geht's im Moment los und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Okay, dann schauen wir uns einfach mal an, wie hier vorne die Autos fahren. Keine Ahnung, was mit dem Typen los ist, Alter. Gib Gas. Ja, Mann. Okay, Leute. Porsche Cayman S. Die Frage ist halt, hat das Auto Sitzheizung? Sonst fahre ich damit nicht. Ist ja auch, sag ich mal, relativ kalt gerade. So, sollen wir einsteigen? Schau mal nach der Sitzheizung. Ganz wichtig ist, Leute, dass man sich natürlich als Rennfahrer konzentriert. Jeder hat da sein eigenes Ritual und bei mir ist es halt Radio Grün mit Semino Rossi und Canto de Galicia. So Leute, würde ich sagen, fahren wir jetzt halt mal hier schön durch Nasse, Leute, ja. Jetzt wird interessant, denn wir kommen jetzt tatsächlich direkt auf einen kleinen Slickkurs hier, wo es halt wirklich jetzt gut runter. Wir können es mal ganz so zeigen. Man wird hier richtig schön aus, aber es macht halt Spaß. Das ist halt schön zum Driften. Jawohl. Sollen wir es mal überschlagen? Weil ich habe richtig Bock, mich zu überschlagen. Hör auf! Oh, nicht hauen, bitte! Doch! Pass auf, also hier ist jetzt ganz witzig, Leute. Hier rutschen wir schon ganz gut, jetzt merkt man schon das Antiblock-Kurve-System hier. Aber das greift hier natürlich perfekt ein und das hilft natürlich auch super. Ich glaube, in der Kurve geht es ganz gut, wir können das Lenkrad komplett umreißen. Wow. Geil, Alter. Ich kann einfach nicht vernünftig filmen. Das ist so stressig mit den Typen vor mir. Ich kann nicht mehr. Also, wir lassen jetzt mal richtig viel Platz. Du wartest jetzt. Er macht schon Lichthupe hinter mir. Nein.
ist das geil. Ich wäre dann gerne auch ein bisschen länger gefahren und ein bisschen schneller. Der Mann vor mir hat das allerdings anders gesehen. Der wäre, glaube ich, gerne ein bisschen langsamer gefahren. Aber das ist auch vollkommen okay. Und wir respektieren das und sind jetzt nicht sauer. Und fahren dann einfach beim Buggy deutlich krasser. Jetzt geht's ans Buggy-Fahren, direkt an der nächsten Experience, die man auch natürlich in-game erleben kann. Und ich freue mich extrem darauf, weil Leute, Offroad ist noch was ganz anderes als auf dem Track. Es gibt Matsch, es gibt Schlamm, es gibt Spritzer im Gesicht. Die Karren haben eine ganz andere Umsetzung, ganz anderes Differential. Es sieht einfach extrem nice aus. Und ich meine, wenn man sich das hier mal anguckt, Leute, der Dude hat wirklich Matsch am Kopf. Und genau darauf freue ich mich jetzt. Ich habe richtig, richtig Bock darauf. Nur ich glaube, die weißen Schuhe danach, die kann ich dann wegschmeißen. Ich mit weißen Schuhen dachte, wäre schon blöd. Hier gibt es Leute, die haben mal 500 Euro Gucci-Slipper an. Die haben dann halt tatsächlich die Arschkarte gezogen. Jetzt gibt es ein paar wunderschöne Impressionen, meine Freunde. Von Schlamm, Matsch, Regen, nass. Ach, einfach nur geil. Jetzt gibt es Buggyfahren. Das war auf jeden Fall ein lecker, schlammiges, matschiges, geiles Erlebnis, Leute. Wasser, Schlamm, Staub, alles mit dabei. War echt ganz nice. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, sowas nochmal zu machen und dann vielleicht sogar ein bisschen schneller zu fahren. Ich finde es halt geil, wenn man halt gerade die Hubbel so richtig schön mitnimmt. Man merkt halt einfach, wie die Federung da richtig schön arbeitet. Das Auto hat halt einen ganz, ganz anderen Aufbau, ein komplett anderes Chassis wie ein normales Auto. Und das merkt man halt auch schon. Na, was hast du Schönes gemacht die ganze Zeit? Oh, ich hab gezockt. Und, war gut? Ja. Was bist du denn alles gefahren? Bin im Flugzeug gefahren. Geflogen, ja. Boot geflogen. Ich bin Audi gefahren. Und was hat am meisten Spaß gemacht? Crossmotorrad. Dann fahren wir das gleich. Danke dafür. Jetzt geht's nämlich endlich los. Wir können wirklich spielen. Es geht jetzt los mit The Crew 2. Wir werden jetzt ein paar wunderschöne Ingame-Szenen hoffentlich finden. Ich bin nach wie vor noch immer kein Konsolenspieler, Leute. Und dabei wird's bleiben. Spielen wir auf der Xbox. Ich denke mal, wir kriegen das hin. Und jetzt schauen wir einfach mal, was dabei rumkommt. Vielleicht gibt es ein ganz klein bisschen kommentiertes Gameplay ausnahmsweise in diesem Vlog, um mitzusehen. Oh mein Gott, was? Oh Gott, Leute, wir starten ins Bootrennen. Oh, geil, okay, das ist cool. Auf geht's zum Flugzeug. Für das große Finale legen wir noch einen drauf. Oh, yes. Oh. Boah, ist das geil, Alter. Das ist ja mal Hammer hier, die Strecke, Leute. Kommen wir da hoch. Einfach nur geil. Das klappt tatsächlich. Wir fahren jetzt hier einfach durch den Wald. Wie geil ist das denn bitte? Komm, jetzt hau ab, Digga, los. Weg mit dir. Weiß Seite. Oh mein Gott, Leute. Yo. Direkt die Rolle hinterher, Leute. Oh, das macht richtig Bock. Das macht auch richtig, richtig Bock. Allein mit den Wellen und allem drum und dran. Wechseln wir doch einfach mal ins Flugzeug an der Stelle. Ja! Warum fährst du weg? Okay, Boot in 3, 2, 1, jetzt! Nein! Oh. Guck mal, wenn ich jetzt hier ins Wasser springe und dann zum Boot wechsle, meinst du, das geht? Hat geklappt einfach. Ah, da hier ist die AIDA! Da lande ich drauf. Okay, Leute, ihr habt es gerade gesehen, wir haben die krassen Sachen gezogen. Wir sind mitten in der Luft irgendwie zueinander geflogen, haben Tricks mit Monster Truck, mit Motocross gemacht und was weiß ich nicht. Es war extrem, extrem, extrem spaßig. Man kann halt wirklich einfach jede Motorsportdisziplin machen, die man will. Man kann mit seinen Freunden oder halt irgendwelchen random Dudes hier rumsitzen, weil man keine Freunde hat. Richtig witzige Tricks zusammen machen. Und jetzt, Leute, kommt es zu dem Punkt, wo ich mir den ganzen Tag schon ein bisschen dachte, okay, machst du es wirklich? Denn jetzt geht es in wenigen Minuten zum Helikopterflug und ich bin ein bisschen gespannt, ob ich das noch überleben werde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Helikopter auf dem Weg dahin. Bis gleich. Und ich flieg wie ein Helikopter ganz hoch. Ja. Der kommt gleich hier, Leute. Jetzt gibt's eine Helikopter-Show und das wird extrem lit, denn das ist der Helikopter, mit dem ich auch fliegen werde. Ich freue mich, Leute. Ich freue mich, gleich zu sehen, wie ich vielleicht sterben werde. Wir haben wieder 100 Leute gefragt. Helikopter-Show. Ja, genau, das sagen viele. Anderes Wort für Helikopter-Show? Helikopter. Anderes Wort für Helikopter-Show? Anderes Wort für Helikopter-Show? Hubschrauber-Vorführung. Hubschrauber-Einsatz. Viel Spaß jetzt mit ein paar exzellenten Aufnahmen von einer ganz, ganz tollen Flugzeug-Stuntshow. Bin hyped. Jungs? Jungs? Jungs, die Flugshow geht los. Ich verstehe nichts. Flugshow! Flugshow! Hä? Hä?
Boah, der schraubt und der hupt, Alter, der hupt und schraubt. Ja, Leute, mit dem Ding soll ich gleich noch fliegen, wa? Weißt du nicht. Ich freue mich, damit zu fliegen, Alter, und zu kotz die Kotz machen. Schaut mal her, Leute, was der jetzt alles kann. Achtung. Boah, was? Was macht der, Alter? Was zum Teufel? Damit soll ich fliegen? Ja, boah, Digga, was tut er? Ja, easy. War geil, dich kennengelernt zu haben. Ja, Alter, bei dir war nicht so geil. War eine schöne Zeit, Mann. Ich bin dann raus. Okay, jetzt geht's los, Leute. Wir fliegen jetzt ein paar Meter mit dem Helikopter und der macht da mal oben den Rotor aus, scheinbar. Ich bin nicht allein, ich habe noch jemanden bei mir. Dude, you ready to die? Yeah, I'm ready, man. Okay, Leute, vielleicht habe ich Glück und gehe jetzt endlich drauf. Wirklich, ich warte schon den ganzen Tag drauf. Da ist die Todesmaschine, Leute, in die wir uns jetzt begeben. Das sieht stabil aus. Werden wir schon irgendwie überleben, Leute. Gut, wir sitzen im Helikopter. Jetzt geht's erstmal zum Tanken, wenn ich es richtig verstanden habe, richtig? Richtig, ja. Wir gehen erstmal Sprit holen und dann beginnt quasi die Flugshow. In einer abgespeckten Variation, weil sonst würden wir wahrscheinlich also werden wir auf dem Weg hin machen. Das machen wir auf dem Weg hin. Weil da ist die Maschine noch leichter. Ja. Okay, ihr habt's gehört. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ja, ich bin gespannt. Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen, wir haben getankt. Ihr habt vielleicht eben diesen Moment mitbekommen, wo ich auch wirklich tatsächlich kurzzeitig Angst hatte, dass das Ding auseinanderbricht. Und ich hatte in dem Moment tatsächlich wirklich Angst, dass wir einfach abstürzen. Ich dachte, das Teil bricht auseinander. Es hat sich angefühlt wie in dem Moment, wo wir bei dem Schwerelosigkeitsparabelflug kurz vor der Ignition-Phase gewesen sind. Und ich habe wirklich gedacht, okay, gleich ist over. Deshalb auch mein sehr, sehr, sehr erstaunter Gesichtsausdruck, dass wir wieder in die gerade Linie geflogen sind. Und er meinte gerade, das ist noch nicht mal alles, was der Hubschrauber nicht aushält. Also da geht auf jeden Fall deutlich mehr. Spaßige Sache, aber halt doch irgendwie gruselig zu sehen, was so ein Helikopter alles kann. Schauen wir mal, was unserem Rückflug erwartet. Endlich endet es mit der Scheiße. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zurück. Das Problem ist halt, ich hatte jetzt eben um die Tankrechnung. Die waren jetzt 750 Euro. Ich habe gedacht, dass du die Tankrechnung übernimmst. Das ist gar kein Problem. Ich habe den Foto von dir gezeigt. Immer. Ja? Safe. Dann geht ihr zurück ins Hotel. Und dann gehen wir jetzt. Wir gehen jetzt ins Spa, oder? Ja. Ja, wir gehen jetzt Schwimmi im Spa machen. Geili, schön. Ja. Ja, tschüss.